Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dawn of a New Era. Diesmal wieder mit einem Gast, diesmal aber nicht mit Maxi, sondern mit Tobi. Hallo. Hi. Und ich spiele mit Link verpflichtet, wie damals und wie zwischendrin immer mal wieder. Und er spielt mit XX-Säbel, was wir, glaube ich, noch gar nicht im Let's Play hatten. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Jo. Ich habe gleich meine Scheißhand. Ich habe 20 Karten Meine aus dem geht. Deck. Ja, ich habe gerade 20 Karten aus dem Deck rausgeworfen, weil mir gesagt wurde, ich sollte das vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Wobei. So, das ist schön schneller. Links. So. Schneller Zug. Okay, dann machen wir das mal so. Sorry. Ja, Ich ziehe es einfach immer gegen dich, irgendwie. Oh, okay. Oh. Ja, das ist natürlich schön, dass du mich eine Karte ziehen lassen kannst. Dann mache ich bitte. das so. Wie viel habe ich im Friedhof? Eine, okay, dann mache ich das Ganze nochmal. Und werfe dich ab. Und wie viel habe ich jetzt im Friedhof? Interessant. Dann mache ich das Ganze so. Und nehme mir dich. Und setze dich verdeckt. Und beschwöre dich. Battlephase. Greifst du meine Verteidigungsposition Monster an? Ja, ich greife eine Verteidigungsposition Monster an. Nein, tue ich nicht. Wieso hast du das gemacht? Damit habe ich vier verschiedene lichtverpflichtete Monster in meinem Friedhof. Deshalb habe ich Urteilsdrache Spezialbeschwören. 1000 Lebenspunkte opfern und alle Karten auf deiner Spielfeldseite und auf meiner Spielfeldkarte zerstören. Und das jede Runde. Das ist blöd. Aber für dich. Ja. Das ist das Risiko. Aber das ist, kann ziemlich böse sein, wenn man den Urteilsdrachen durchbekommt. Ja, war ja schon scheiße, dass du mir all meine Monster zerstört hast. Kann ich mir vorstellen. Achso, das war das Vieh, was ich nicht auf den Friedhof bringen darf. Ja. Guck dir dieses Vieh an, das hat, wenn es reinkommt, nur 400. Vor. Wird so schnell stark. Mensch nicht. Da darfst du dir eins nehmen. Ja, ich muss es eh irgendwann zerstören. Ich mach's mal. Nein, er hat eine Urteilsdrache abgeworfen. Das sollst du nicht tun. Mein Extra-Deck hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert in der Zeit. Viel Sternzeichen zurück drin. Da habe ich nicht aufgepasst, was du dir genommen hast. Egal, du bespielst eh gleich. Ja. Okay. Shit. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das ist gut. Warte mal. Ich hätte in anderen Spielen müssen, hätte ich mir jetzt eine Synchro-Beschwörung machen können. Okay. Naja. Wieso Battlephase? Na, ich dachte schon. Ja, weiß nicht. Ja, damit hast du jetzt relativ verkackt. Erstmal den. Der 3000 Angriff, dein Drache dann, ne? Ja, erstmal beschwöre ich den. Durch den, wenn er die durch Tributbeschwörung beschworen wird, darf ich zwei Monster zerstören. Tschüss. Und dann kann ich ihn speziell beschwören, weil ich mir mit Goldsarkophag geholt hatte. Ah, du überlebst sogar noch. Ja.
Ist halt so ein bisschen riskant, weil ich decktot gehen kann mit Licht verpflichtet, weil ich halt die ganze Karten wegwerfe. So wie jetzt. Und der ist auch drin, der kann speziell beschworen werden, wenn er weggeworfen wird. Ich gehe kein Risiko ein mit dem Deck. Oh, ich bin die Natürlich, Kraft. natürlich, ey. Na gut, dann war's das Ja, auch schon. schade. Dann kommt das nächste Mal Magiebuch. Tobi weiß noch nicht, was es ist. Und das hatten wir schon länger nicht mehr in der Aufnahme. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüss.